Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos bei Kackwetter in Hyrule zu einer neuen Folge Tears of the Kingdom. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, Ladies und Gentlemen, und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. So, ich gehe noch mal ganz kurz in den Pausenmodus, damit die Nacht oder der Tag oder welches Wetter dahin hinter dem Grau steckt, nicht so ohne weiteres dahin fliegt, versiegt und vergammelt. Ladies und Gentlemen, was soll ich sagen? Wir werden wirklich noch Spaß haben mit diesem Spiel. Ich habe heute in meiner Mittagspause auf Twitter ein Video gesehen. Ich versuche euch das jetzt mal einzublenden und ich dachte einfach nur so, what the fuck? Da hat ein Typ einfach einen schießenden Roboter-Mech gebaut und ich dachte so, okay, wir haben jetzt ein Ziel. Ladies and Gentlemen, das wird unser Ziel. Wir werden nicht nur irgendwelche komischen Bretterhaufen mit Reifen dran bauen, sondern wir werden hoffentlich richtig, richtig abgehen und da freue ich mich drauf. Also, ich blende es euch jetzt ein. Oder sagt man nicht, das musste ich euch unbedingt zeigen, das durfte ich euch nicht vorenthalten. Und krass. Ja, heute hatte ich noch was in der Post. Ich bin gleich fertig mit dem Labarababa. Und zwar dieses schöne Exemplar der Amiibo zu Tears of Kingdom. Und ich freue mich richtig, richtig drauf, weil was nämlich auch noch in der Post hängt, ich habe mir den Pro-Controller bestellt. Ich habe tatsächlich noch überhaupt keinen Pro-Controller. Das heißt, deswegen konnten wir in allen anderen Let's Plays, die wir bis jetzt irgendwie hatten, auch nicht die Amiibos, und von denen habe ich ja so ein paar, in irgendeiner Weise austesten. Und ich habe nämlich ewig lange immer gewartet, dass ein Zelda Pro-Controller rauskommt. Und der ist auf dem Postweg hierher. Ich hoffe, er kommt an, weil das Teil ist ja auch überall ausverkauft. Und dann werden wir sämtliche Amiibos von Zelda, die ich besitze, durchprobieren. Ich habe nicht alle, aber wenn ich richtig gezählt habe, müsste das hier Nummer 10 sein. Bei einem weiß ich noch nicht, ob wir den testen können. Der ist noch in der Originalverpackung. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Amiibos durchtesten. Ja, ich habe leider, wie gesagt, nicht alle. Das ist noch so ein bisschen am... ja. Manche hast du einfach nie bekommen. Manche stehen noch auf meiner Liste. Es gibt unfassbar viele. Ja, freut euch drauf. Hoffentlich, wenn wir so ein bisschen was durchtesten. Und 10 ist ja auch schon mal eine gute Zahl, würde ich sagen. So, Ladies und Gentlemen, wir stehen hier in Hyrule. Und werden jetzt einfach mal... wollen wir jetzt mal gucken? Ins andere Menü rein. Wir werden nämlich mal ins Tagebuch ein wenig rumschmökern. Nachdem wir es endlich geschafft haben, von dieser Himmelsinsel runterzukommen... wollen wir uns das schwebende Schloss ein bisschen näher angucken. Das war jetzt das Ziel. Und Aufgabe war jetzt hier den Spähposten zu suchen. Und ich dachte, ich wäre eigentlich an dem Punkt gewesen, aber irgendwie habe ich ihn nicht so ganz gefunden. Es hieß, er sei irgendwo oben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also, das schwebende Schloss. Nach dem Kataklysmus schwebt Schloss Hyrule nun in der Luft. Laut Pura ist Prinzessin Zelda in den Gewölben unterhalb des Schlosses verschollen. Triff dich mit dem Suchtrupp unterhalb von Schloss Hyrule und schließe dich der Suche nach Prinzessin an. Aber unterhalb heißt ja eigentlich, müsste er unten sein. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wir gucken uns nochmal um, weil diesem Punkt sind wir gefolgt. Und der Punkt führte uns tatsächlich hier rein zum dritten Wall. Aber wenn wir mit diesem Typen da hinten sprechen, sagt er nämlich was ganz anderes. Aber doch, das ist doch der, den wir suchen. Den haben wir doch gesucht.
Warte, habe ich irgendwas anderes aus? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Letzte Folge war ich gegen Ende natürlich auch wieder so ein bisschen verbraucht. Kann auch sein, dass ich gar nicht richtig mitgeschnallt habe. Egal, wir reden es einfach nochmal. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass alle Waffen auf der ganzen Welt zerfressen sind. Reparieren kann man sie auch schlecht. Uns bleibt nicht viel anderes übrig, als die Waffen mit irgendwas zu verstärken. Aber sollen wir uns nicht mit dem treffen? Warte mal, doch, gelesen haben wir das schon. Spähposten. Aber heißt das tatsächlich, wir müssen vielleicht erst die Waffe verstärken? Das wäre jetzt meine Überlegung. Oder sollen wir ihm eine von seinen Waffen verstärkt zeigen? Das kann natürlich auch sein, dass er das irgendwie als Quest haben will. Pass auf, dann könnte ich natürlich einfach die Fackel hier jetzt nochmal fallen lassen. Fallen lassen, sagte sie. Und mir diese Geschichte hier... Ja, was jetzt? Die Soldatenlanze oder das Soldatenschwert? Ich nehme mal die Lanze, ist was Langes. So, und dann wäre halt die Frage, was klöppeln wir da dran? Ich muss auch unbedingt ein bisschen kreativer sein, was so die ganzen Experimente betrifft. Also wir werden jetzt mal in die Synthese gehen. Können wir da eine Holzkiste ranklöppeln? Haben wir jetzt einfach eine Kiste dran? Really? Holzkistenlanze, aber warum? Ja, gut, okay. Es ist tatsächlich jetzt so ein bisschen was wie so eine, wie so ein Rambock. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Ja, wir müssen wohl davon ausgehen, dass alle Waffen auf der ganzen Welt zerfressen sind. Als der Kataklysmus über uns kam, wurden Schwerter, Lanzen und sämtliche anderen Klingenwaffen plötzlich zerfressen. Wir haben schon überall nach intakten Waffen gesucht, aber es scheint, als wäre wirklich ganz Hyrule davon getroffen. Reparieren kann man sie auch schlecht und es bleibt nicht viel anderes übrig, als die Waffen mit irgendwas zu verstärken. Soll ich ihm die Waffen zeigen vielleicht? Weil er ist ja... Steck das weg! Ich hab's verstärkt! Ach, der Typ ist komisch. Oder soll ich das Ding öffnen? Also, runter. Vielleicht soll ich auch die Geschichte öffnen. Haben wir nicht noch irgendwo Bomben? Warte. Also, das wäre jetzt halt die Frage. Haben wir noch so eine Bombenpflanze irgendwo? Oh, wir können natürlich auch voll... Können wir den Flammenwerfer an eine Waffe ranpacken? Oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, ich komme gerade so ein bisschen auf Experimentierlaune. Lassen wir diese Lanzending, behalten wir das Teil? Was werfen wir denn jetzt weg? Aber die Fleischwaffe will ich auch nicht wegwerfen. Pass auf, wir werfen das mal auf den Boden. Zack. Haben wir hier noch ein Schwert. Jetzt nehme ich das Soldatenschwert und werde da vielleicht den Flammenwerfer ranklöppeln. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Wir gucken mal. Ich glaube ja. So, jetzt habe ich einen Flammenwerfer dran. Oh, geil. Geile Geschichte, aber es verbraucht halt schon extrem, ne? So. Also, es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts. Dann würde ich halt, weiß ich halt nicht, ob wir hier unten irgendwie ran müssen. Aber das sieht auch mega aus. Also wir können schon jetzt Schabernack bis zum Geht nicht mehr betreiben. Ich würde mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, was explodieren kann. Aber ich fürchte, wir haben die... Doch, warte mal. Nee, hä, vielleicht brennt das ja? Ich probiere es mal. Ah, das ist doch safe der Weg, der uns nach unten führt. Ansonsten verstehe ich die Quest halt nicht so ganz. Ich habe es ja aufgebessert. Ich bin nicht am Überlegen. Ansonsten ist kein Problem, werden wir ein bisschen rumgucken. Es ist halt nicht so, als würde es hier keine Dinge zu erledigen geben. Ich habe keine Bombenpflanze mehr. Das ist mein Problem. Gut, dann... Fuck.
feiere ich ja irgendwie. Wie heißt denn das Teil? Flammenkeule, schnell aufladen. Feiere ich ja richtig. Was haben wir hier? Auch noch eine Fackel. Aber wir können damit halt Sachen wirklich extrem gut in Brand setzen. Und kriegen auch gleich ein paar Röstäpfel drauf. Und eine Rösteichel. Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ich hätte gedacht, dass wir zu ihm müssen. Aber irgendwie sah das jetzt nicht so aus. Wir können natürlich auch erstmal zu den Schreinen gehen und uns allgemein ein bisschen umgucken. Was hatte er denn gesagt? Wir alle haben Prinzessin Zelda viel zu verdanken und wollen ihr irgendwie helfen. Deshalb werden wir hier auch hier ausharren, bis der Truppenführer irgendwann wieder vom Tor runterkommt. Ah, da oben. Okay, da müssen wir wahrscheinlich zu dem Hoch. Oder wir müssen uns etwas bauen, um hochzukommen. Frage, es ist so arschdunkel, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe rein gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts, gar nichts. Und nischt. Ja, gut. Dann holen wir ihn runter. Ich hätte jetzt gedacht, der Typ war das, aber der ist es wohl nicht. Also, Ladies and Gentlemen, wir müssen mal wieder ein bisschen kreativ werden. Tun wir das. Aber was bauen wir? Ich habe bis jetzt noch keinen Plan. Das ist eigentlich immer grundsätzlich nicht so gut. Weil, dann kommt immer Murks raus. Bauen wir jetzt irgendein Gerät? Oder bauen wir jetzt... Nee, ich würde tatsächlich vielleicht irgendwas bauen... womit man da hochkommt. Aber kann ich nicht ganz normal klettern? Wait, ich kann doch ganz normal klettern. Guck mal, Regen hat doch aufgehört. Dann kann ich doch hochklettern. Warte mal. Ehe wir unsere Zeit verschenken, klettern wir hier einfach mal eine Runde rum. Und laufen eine Runde im Kreis rum. Ah, können wir doch hochklettern. Weil wenn es heißt, der Anführer ist oben, schauen wir uns den Typen an. Hey Kollege, ich habe gehört, du bist der Anführer hier von dem Trupp. Oh. Sotes. Ich habe meinen Bereich jetzt komplett durchsucht und bin hergekommen, damit man mir eine neue Aufgabe zuweist. Aber Truppenführer Holm scheint etwas, nun ja, angespannt zu sein. Da traut man sich gar nicht, ihn anzusprechen. Wo ist er denn? Da hinten. Holm, tut mir leid. Ich bin gerade beschäftigt und ich kann nicht lesen. Hä? Ich werd nicht mehr... Werter Link, ihr seid es tatsächlich? Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin selber... Warum kann ich einfach schon wieder nicht mehr lesen, Mann? Ah! Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Ah, ich bin erleichtert. Nein. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber... Ihr habt ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe. Beziehungsweise, ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm, da! Prinzessin Zelda! Was? Ach, hör doch auf. Wo kommt die jetzt her? Prinzessin! Ihr seid wohl auf. Ich kann leider nicht schreien, muss ich dazu sagen. Denn ich habe schon wieder eine beginnende Erkältung, weshalb ich gestern auch den ganzen Tag am Sonntag flach gelegen habe und nicht zucken konnte. Und jetzt sehr, sehr freudig erregt losgelaufen bin, um endlich zocken zu können. Aber es heißt halt stimmtechnisch. Nee, ja. Aber ist sie das? Ich bin ein bisschen irritiert, wenn ich das offen so zugeben darf. Hä? Ah. Ihr habt sie doch auch gesehen, oder, Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht da nur vor sich? Schnell, wir müssen handeln.
Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Ja, mache ich. Also, merkwürdige Dinge gehen vor sich. Habe ich den jetzt versehentlich gesetzt? Jawohl, den wollte ich gar nicht setzen. Das ist mir jetzt einfach so passiert. Wo ist denn der jetzt hin? Den blauen hatte ich, ne? Hier. Ja, dass jetzt schon wieder eine Erkältung am Kommen ist, brauchen wir alle nicht drüber reden. Ist definitiv großer Käse und so nicht von mir gewollt. Hier ist auch so ein Turm. Also ich habe keine Ahnung, was das für Türme sind. Das müssen wir auf jeden Fall rausbekommen. Aber seit Corona bin ich da ein wenig, wie soll ich sagen, geschwächt. Ich wollte sie auch nicht markieren. Ich wollte einfach nur mal wieder die Tasten vertauschen, weil das kann ich. Ich kann zwar nicht viel, aber das kann ich. Oh, da müsste doch... Warte mal, können wir da hin? Da müsste doch voll ein Krok sein. Gut, wir haben es überlebt trotzdem. Klettern wir mal ein bisschen. Weil da so eine Windmühle ist. Und die Windmühlen, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, sind meistens Krogs. Da ist der Mond. Blutmond hatten wir erst. Das heißt, wir können jetzt hier relativ entspannt lang klettern und uns vielleicht erstmal ein bisschen umsehen. Allgemein, wenn es wieder hell wird, würde ich mich voll gerne in Hyrule erstmal ein bisschen umsehen. Kann auch sein, dass hier irgendwann eine Stelle kommt, wo die Miasmadichte einfach zu hoch ist und wir sowieso nicht weiter können. Das ist auch möglich. So, Frage ist, was müssen wir tun, um da ranzukommen? Raufklettern? Es berühren? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja. Ah, die Geschichte ist das. Diese Geschichte ist das. Okay, und von da aus? Echt jetzt? Okay. Kriegen wir vielleicht hin. Nee. Yeah. Meinst du, der kommt nochmal zurück? Ich glaube nicht. Doch, ja, nein, vielleicht. Ah, der ist fies. Ich glaube, das war auch immer nur so ein bisschen zeitbegrenzt. Ja. Nein, gleich ist mein Bogen futsch. So, habe ich noch einen? Safe, ne? Da. Mega. Gut. Gut, 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 gut. Hallo. Haha, du hast mich gefunden. Jawohl, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Tschüss. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde auch, dass sich dieser Teil wirklich anfühlt wie einfach ein neuer Teil Zelda. Und dass er sich richtig, richtig gut an den anderen anknüpft und man nicht den Eindruck hat, dass es einfach nochmal ein komplett aufgewärmtes Spiel ist, sondern wirklich was Neues ist. Und grafisch sehen wir hier auch an vielen, vielen Ecken deutliche Verbesserungen. Und ich habe auch einen sehr, sehr spannenden Artikel gefunden, in dem beschrieben wird, wie das gemacht wird. Werde ich euch auf jeden Fall noch mal ein paar Details von erzählen. Das hat Nintendo nämlich auf sehr, sehr intelligente Art und Weise gemacht. Wobei man auch sagen muss, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass sie doch die Performance wirklich bis aufs Äußerste reizen. Und es doch allmählich... Guck mal, da ist noch ein... hier. Shrine. Ja, dass man doch sagen muss, es wird langsam auch wirklich Zeit für eine neue Konsole, oder? Sind wir uns da nicht alle einig? Und was ich bis jetzt sehr, sehr positiv und gut finde, wir haben bis jetzt noch keine grafischen, also bis auf die Bäume am Anfang, da bleibe ich dabei, dass die wahrscheinlich mit einer anderen Konsole, mit ein bisschen mehr Performance viel, viel besser aussehen würden. Ich werde nochmal speichern. Nee, tatsächlich, grafisch finde ich es wirklich grandios gemacht.
Also ich habe auch schon einige Artikel gesehen, die wirklich Grafiken von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom nebeneinander gelegt haben, dass halt nochmal eins obendrauf gesetzt wurde. Ich finde tatsächlich auch, wir haben bis jetzt ansonsten keine Grafikruckler, bis jetzt irgendwie noch keine Glitches groß gehabt, also gar nicht gehabt. Und die Ladezeiten, wie man es von Zelda-Spielen kennt, phänomenal gut. Mich erinnert dieses Schwarze, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, irgendwie so ein bisschen an die Atmosphäre aus Twilight Princess. Ist ein Game, was ich wirklich nur einmal gespielt habe, was ich aber grandios fand und was ich mir auch mal wünschen würde, wenn es das vielleicht irgendwie noch mal neu aufgelegt gäbe. Das fand ich wirklich richtig gut, das habe ich echt gefeiert. Ja, ich laufe jetzt hier einfach tatsächlich mal so ein bisschen drumherum. Es wird jetzt nicht besser, ich weiß, ich weiß. Vielleicht sollten wir da hinten auch erstmal irgendwie ein, zwei Schreine abarbeiten gehen. Aber ich glaube, weiter kommen wir hier nämlich auch gar nicht. Ich will halt ungern da reinfallen. Irgendwann werden wir bestimmt da irgendwie rein müssen, fürchte ich. Ich kletter mal eine Runde hoch. Es ist so nervig, dass mir so permanent dieses Jahr einfach nur der Rotz im Hals steckt. Ja, ich hätte halt voll. Es ist phänomenal, oder? Aber daran ist halt wirklich auf jeden Fall Corona einfach schuld. Ach, guck mal, hier unten ist noch einer. Hier unten ist noch einer. Den kann ich gar nicht markieren. Boah, wenn wir den jetzt gerade mal eben so spontan gesehen haben, ist halt die Frage, kommen wir da ran? Hier ist jetzt sehr, sehr viel Wasser, ne? Don't do stupid things. Das ist was, was ich mir immer wieder vor Augen halten muss. Aber wir können doch, guck mal, wir sind doch jetzt schon an einem guten Place. Ich halte die Frage, kommen wir da hin? Ich probiere es mal. Ich probiere mal, ob wir zu dem Schrein da hinten hinkommen. Ich weiß, das ist ein richtig übelster Umweg. Vielleicht laufen wir damit halt auch so richtig in richtig beschissene Gefahren rein. Dann haben wir gespeichert und lernen dazu. So, dann ist das so. Was essen wir denn jetzt? Irgendwas Leichtes. Ich brauche jetzt alle leichte Kost. Ich muss auch ein bisschen klettern. Ha, Link darf nicht so schwer sein. Aber ich könnte mir. Ja, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Das ist halt schon relativ hoch, ne? Das kann jetzt auch schon wieder. Ah, wir brauchen halt den Paraglider, ne? Aber. Ah, komm. Wir probieren's. Ich probiere mal hier jetzt runterzukommen. Wenn wir runterkommen, kommen wir vielleicht auch hoch. Wir hätten ja jetzt auch noch einen Ausdauertrank bei uns. Weil so optisch sieht es jetzt formal erstmal so aus, als würde man hinkommen. Ich weiß, das habe ich in Breath of the Wild auch oft gesehen und gedacht. Und das war tatsächlich nicht so. Aber ich möchte euch ja auch meinen chaotischen Spielstil zeigen. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin keine von diesen YouTubern, die einfach nur darauf bedacht ist, schnell durch die Hauptstory zu hasseln, wie es die meisten machen, um irgendwie schnell Klicks abzusahnen und mit einem Format durchzukommen, sondern ich spiele es so, wie ich es auch sonst spielen würde, nämlich spontan, was mich anzieht und was mich reizt. So, das hat auch schon mal gut geklappt, aber das war jetzt nur ein Teil der Miete. Es kann natürlich sein, dass wir ebenentechnisch noch viel zu hoch sind. Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir auch wirklich in einen Bereich, wo die Gegner einfach so ultra und unfassbar stark sind. Das kann auch sein. Ich laufe einfach mal los. Oh, und diese Stimmung ist echt gruselig. Guck mal. Also erstens sehe ich da einen komischen Kasten im Himmel und ich sehe da, seht ihr das? Ist das ein Wirbelsturm aus Wolken? Okay. Ein Tornado? Was ist das? Ich glaube, wir können hier noch so viel entdecken. Ah, siehst du, das habe ich befürchtet. Ich glaube, wenn wir vielleicht hochklettern und darüber. Es kann halt auch sein, dass es gar nicht möglich ist, darüber zu kommen. Dass es irgendwie sagt, irgendwie hier kannst du erst später lang. Sowas gab es ja, glaube ich, im Breath of the Wild am Anfang auch. Ja, ursprünglich will ich dahin. Ich weiß halt auch nicht, ob der Fluss nicht so breit ist. Das kann halt auch volle Möhre sein. Es kann halt alles jetzt überhaupt nicht funktionieren. Ich probiere es. Wenn nicht, dann müssen wir halt gucken, wie wir zurückkommen. Ganz einfach. Höhentechnisch sind wir halt auch immer noch viel zu hoch. Aber bis jetzt schaut das so aus,
als würde man hinkommen. Ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich nicht blöde Sprünge irgendwie mache, die zu hoch sind. Vor allem das Blöde ist, wir werden jetzt halt, glaube ich, volle Möhre in den Blutmond reinkommen. Wir haben keinen Schutz, wir kennen die Gegend nicht. Und ich glaube fast, dass wir hier nicht rüberkommen. Es sah so aus, als würde es funktionieren, aber mittlerweile bin ich da irgendwie... sehe ich das fast nicht so. Ach Mist, guck mal, wir sind viel zu hoch. Merken wir uns den Schrein? Ich würde halt voll gerne hin, aber ich glaube, wir sind viel zu hoch. Ich glaube, wir sind einfach sowas von viel zu hoch. Kann man hier runter? Ist hier irgendwas? Boah, Leute. Ich sag doch, ne? Ich stürze uns, aber sowas von uns verderben. Ich glaube, wir müssen da links. Hier unten ist schon wieder Wasser, oder? Was ist hier unten drunter? Ich sehe gerade nicht, was das für ein Untergrund ist. Aber jede Strecke, die wir weiter runter schaffen, sind wir ein Stück näher an dem Schrein. Ein einzelner Schrein, nur weil ich den jetzt nicht markieren konnte, weißt du? Anstatt, dass ich erstmal die Sachen mache, die wir markiert haben. Nö. Warum einfach? Wenn wir es uns auch kompliziert machen können. Aber das ist die Abenteuerlust. Gemeinsam an der Felsspalte haben wir diesen Real Talk, Freunde. Nennen wir ihn den Spaltentalk. Okay, das hört sich auch grenzwertig an. Nein, vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin immer noch viel zu hoch. Ich bin einfach viel zu hoch. Vor allem das Ding ist, wir können ja jetzt nicht einfach runterspringen, weil dann müssen wir ja auch irgendwie schwimmen. Weißt du? Nur so Wasser ist jetzt auch keine intelligente Idee. Weil selbst wenn ich probieren würde, darüber zu kommen, haben wir halt noch einen echt weiten Weg zu schwimmen. Ich weiß halt nicht, ob wir es schaffen würden. Also ich kann es nicht abschätzen von den Distanzen. Boah, wollen wir es probieren? No risk, no fun. Ich probiere es. Oh, jetzt haben wir auch noch eine Strömung, gegen die wir anschwimmen müssen. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Don't do stupid things. Gegen die Strömung nicht an. Lasse ich ihn sterben oder probieren wir es? Ich probiere es. Don't do stupid things. Weil ich kann ja auch nicht klettern. Ach, das ist eine dumme Idee gewesen. Lasse ich mich treiben? Komme ich da hin ran? Ach, ich komme noch niemals bis ran. Ach, scheiß Strömung. Ja, mit einer Strömung habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich probiere jetzt... Ich probiere es aber auch immer wieder, ne? Ich glaube, wir werden eh sterben. Wir werden es nicht schaffen. Weil selbst wenn ich mich jetzt entspannt hier treiben lasse, weiß ich nicht, ob wir hier irgendwo ans Wasser kommen. Also wir haben den letzten... Also wir müssen, glaube ich, einsehen, dass wir da nicht hinkommen. Oh, wobei der schon ziemlich lang ist. Oh, warte, warte. Mit letzter Kraft. Kräfte einteilen. Kräfte einteilen. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, aber wir haben keinen Ausdauertrank mehr. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob wir wieder zurückkommen. Don't do stupid things, haben sie gesagt. Und was macht sie? Sie macht einfach dumme Dinge. Ja gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wo sind wir denn? Ich stütze dich. Birg da. Ha, dich habe ich doch schon mal gesehen. Wie bist du denn so easy peasy hier mit deinem Schild runtergekommen? Ich habe alle Hände voll damit zu tun, Direktor Dummster. Ich meine natürlich, ein Schild hier anzubringen. Oh je, aber wer stellt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Du machst das prima. Nichts als Lobhudelei, dann konzentriere ich mich eben weiter auf meine Aufgabe als Stütze. Ja, du bist die Stütze des Spiels. Vielleicht kriegen wir irgendwann später irgendwie eine Quest und können ihm helfen, dass er die Schilder loslassen kann. Irgendwie sowas. So. Ich gebe nicht auf. Mein Ziel ist dieser Schrein da hinten. Das Blöde ist, ich habe halt kein Ausdauer-Dings mehr. Oh, wobei, wir haben ja noch einen Einwegkocher. Wir könnten uns vielleicht noch ein Ausdauer-Dings kochen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es rüberschaffen, ne? Ohne Witz. Aber wer isst und trinkt auch im Wasser? Das ist doch genauso bescheuert. Das macht doch auch wieder kein Mensch. Schwertling! Das Muster dieses Pilzes erinnert an von einem Schwert verursachte Schrammen. Die Wirkstoffe in seinen Lamellen steigern den Kampfgeist und somit die Angriffskraft. Will ich wissen, ob das, was das Biologisches ist? So, ich sehe immer noch den Schrein vor Augen. Jetzt haben wir wieder das nächste Problem.
Wir müssen, glaube ich, noch höher. Ja. Weil es sah ja von drüben aus wie so eine Ebene, wo man wirklich einigermaßen drauf laufen konnte. Ach, Leute, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir probieren's. Wir probieren's. Ich muss noch höher, oder? Eieieiei, warte mal, dann vielleicht die Stelle. Die sieht ganz gut geeignet aus. Oh Gott, ich habe schon am Anfang der Folge gedacht, okay, das ist eine dumme Idee, jetzt spontan einfach von der Quest abzuweichen. Schaffen wir das? Ja, ich glaube schon. Und dann mache ich genau so eine dumme Sache. Gucken wir mal, wie dumm die Idee war. Bis jetzt haben wir noch nicht so wirklich viel gesehen. Wo sind wir denn auf der Karte? Wollen wir auf der Karte gucken, wo wir sind? Ja, irgendwo in Hyrule, in unbekanntem Terrain. Ah, guck mal, hier gibt es diese Heuschrecken. Kann man die nicht auch kochen? Konnte man mit denen nicht auch irgendwas machen? Bestimmt. Weil wir müssen nutzen, solange das Wetter so okay ist. Guck mal, da ist ein Ring. Auch spannend. Da kann man bestimmt irgendwie durchfliegen. So, gefühlt bin ich jetzt schon wieder viel zu hoch, aber ich sehe den Schrein noch. Kann ich hier runter oder rutsche ich dann runter? Aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Und da hinten sieht es schon wieder sandig aus. Weil so breit sieht der Weg jetzt gar nicht aus. Ich habe fast die Vermutung... Oh, ist das Wetter geil. Ach, da macht es doch gleich wieder Laune, hier zu sein. Ich habe fast die Vermutung, dass wir es vielleicht doch schaffen. Jetzt ist nur die Frage. Wir müssen höher. Ja, wir müssen höher. Und ich muss vorneweg, bevor wir ins Wasser gehen, auf jeden Fall nochmal den Einwegkocher rausholen und irgendwas mit Ausdauer zubereiten. Ich hoffe, dass ich irgendwas mit Ausdauer dabei habe. Ja, wir hätten noch einen Ausdauerling, hätten wir noch zweimal. Ich glaube, hier die Ausdauerknolle hätten wir noch. Und Tempo steigern wäre vielleicht auch eine Idee, dann sind wir schneller. Aber ich weiß nicht, ob das nur fürs Rennen gilt oder ob das auch fürs Schwimmen anzuwenden ist. Weiß ich nicht. Da ziehen doch schon wieder dunkle Wolken auf. Und da haben wir noch mehr Inseln. Also, oh, und da ist der Vulkan. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn ich hier bin. Oh, jetzt, ich sag doch, es ziehen dunkle Wolken auf. Aber hier ist ein bisschen waldig. Da hätte ich auch schon wieder Bock, ein bisschen reinzugehen. Oder ist ein Stein? Pass auf, ich schwöre euch, wir werden volle Möhre gleich in irgendeinen ganz riesen Gegner reinlatschen. Ich weiß, eigentlich will ich runter, aber da gehen wir auch gleich hin. Aber das Wetter sieht auch kacke aus. Und wenn man so ein, zwei Äpfel vielleicht noch sich vom Baum snacken kann. Weil jetzt mal im Ernst, jeder würde sich jetzt erstmal einen Unterschlupf suchen, wenn er das da oben sieht. Perfekt. Es hat mich erhört. So, aber wir wollen ja da hinten zu dem Shrine. Ich glaube, wir können auch gar nicht kochen, wenn das Wetter so kacke ist, oder? Gewitter wäre jetzt hässlich. Gewitter wäre jetzt richtig hässlich. Boah, keine Ahnung, wo wir langlaufen. Ach, guck mal, ist das nicht so eine... Warte mal, warte. Eine Ausdauerknolle. Mega. Ja, ja, ich weiß, ich laufe in die völlig falsche Richtung. Aber man kann ja mal eine Runde gucken, was da hinter dem Berg ist. Miasma? Ja, vermutlich. Er ist aber kein Schrein, oder? Sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Allgemein ist die Sicht gerade eh schon wieder kacke. Nee, weil die Schreine, die kannst du doch deutlich erkennen. Ist doch anders. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Man muss es aber auch sein Glück nicht ausreizen, oder? Denn ich glaube, wenn es regnet, können wir den Einwegkocher nicht benutzen. Genauso wenig wie Feuer ja auch ausgehen würde. Wolf? Ah, stimmt, ich habe den Flammenwerfer hier noch. Warum hat er den Flammenwerfer überlebt? Ist das ein Bär? War da einfach ein fucking Bär? Wenn ich jetzt Fleisch raushole, ist das gut? Lockt das den Bären an?
Ich kann nicht mit Bären kämpfen, Freunde. Das geht nicht gut aus. Gab es immer schon Bären? Sollte ich speichern? Sollte ich weglaufen? Renne ich den Bären jetzt hinterher? Don't do stupid things. Don't do stupid things. Don't do stupid things. Don't do stupid things, sagte sie und rannte mitten rein. Aber rennt er von mir weg? Warum rennt ihr denn von mir weg? Die wissen, dass ich sie jagen will. Oder umkreisen die mich? Alter, da ist einfach ein Bär. Oh, greift mich der Bär jetzt an? Uah, uah, uah. Fork! Don't do stupid things! Natürlich, wenn ich mit Fleisch vor seiner Nase rumwedle. Es ist doch logisch, dass er mich angreift. Spannende Frage wäre jetzt, wo haben wir den Speicherpunkt? Wir waren so nah dran. Ah, bitte lass uns unten wieder ankommen. Ah, don't do stupid things. Ich muss es mir einfach... Entschuldigung, ich nehme das Spiel ernst. Aber so ein bisschen ist gerade so die Abenteuerlust in mir geweckt. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, bin ich jetzt hier ganz oben, wo ich gespeichert habe? Ach, guck mal! Kennen wir die noch? Die sind auch hart eklig. Vor denen müssen wir wirklich ein bisschen Reis ausnehmen. Ach, Manu, wir waren... Und vor allen Dingen ist hier auch eine Brücke. Wir müssen gar nicht rüberschwimmen. Wir müssen gar nicht rüberschwimmen, Freunde. Aber kommen wir nicht auch von hier drüben? Warte mal, kann ich das nicht auch einfacher lösen? Wait. Wait. Ich kann das doch bestimmt auch einfacher lösen. Also, wir haben gesehen, dahin gibt es einen Bären. Aber das heißt, unsere Ausdauergeschichten sind jetzt auch noch safe, ne? Ja. Guck mal, warum wollte ich überhaupt so dämlich laufen? Kann mir einer verraten, warum ich gerade so eine ganz dumme Idee hatte, das von der Seite machen zu wollen? Ich kann es doch von da viel einfacher machen. Ich dachte, der Weg wäre kürzer, richtig? Hm. Entschuldigung. Es hat keiner gesagt, dass ich mit Intelligenz hier vorgehe. Manche Sachen sind einfach auch intuitiv geleitet. Und Intuition ist nicht immer das Klügste. Oder, ja, ne? So. Also, heißt übersetzt... Achso, ich kann runter rumlaufen. Warte, warte, warte. Dann ganz entspannt. Entschuldigung. Aber ich würde jetzt trotzdem voll gerne das Tagesziel erreichen wollen, nämlich diesen Schrein dort hinten. Pass auf, dann ist der so schwer, dass ich fluche und bereue, zu diesem Schrein gegangen zu sein. Aber theoretisch führt ja da ein Weg hin. Guck mal. Da, über das Ödland, über die Brücke. Weil der halt von der Seite... von der man normalerweise kommen würde, ist halt dieser Berg so im Weg, dass du den halt überhaupt nicht siehst. Ich finde es halt immer wieder ärgerlich, wenn man Schreine sieht, die nicht markieren kann und denen dann nicht nachgeht, weil erfahrungsgemäß sind das genau die, die am Ende dann übrig bleiben und die man episch lange sucht und nicht findet. Daher die Frage. Wird sie den Schrein erreichen? Oder wird sie von etwas anderem abgelenkt werden? Ja, müssen wir halt gucken. Der Weg ist halt richtig lang. Auf dem Weg liegt auch noch der Schrein. Ja, ja. Im Endeffekt, glaube ich, wäre es andersrum wirklich besser gewesen. Oh nein, ich höre ihn schon wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Lauf, 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 lauf. Oh nein, dieses Ding. Mit dem Ding will ich keinen Kontakt haben. Lauf, 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 lauf. Lauf, weg, 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 weg. Ich weiß nicht, ob wir hier reingehen sollten. Speisezimmer. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich wollte hier eigentlich gar nicht rein. Oh gut, für ein Soldatenschild. Hat sich die Geschichte doch gelohnt. Aber können wir die nicht kaputt machen? Link! Okay, pass auf. Ich wechsle mal... auf... das Ding. Und dann gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Oh Leute, ich weiß nicht, ob das so klug ist, was ich hier schon wieder tue. Also Abenteuer läuft gut, aber kann ich hier rein oder ist das zu heiß?
Also bis jetzt wüsste ich nicht, was dagegen Ihr wisst, was ich vorhab. Speichern, da. Ja, ja, also den Schrein, ich glaube, wir merken uns, dass da hinten einer ist. Kann ich hier rein? Soldatenbogen. Nein, Bogentasche voll. Am Arsch. Aber heißt das, dass mein Herz jetzt dauerhaft weg ist? Oh, ich würde ja voll gerne was essen. Warte mal. Also, bei den... Der ist doch eh gleich kaputt. Pass auf. Dann packen wir den mal weg. Nehmen wir mit. So. Ich würde jetzt mal gerne gucken wollen, ob ich dann wieder Das heißt halt tatsächlich, zwei Herzen sind kaputt. Okay, Leute, dann müssen wir hier raus. Seht ihr das? Wie regeneriere ich mich denn? Ah, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also wir können uns regenerieren. Weißt du, wie krass das wäre, wenn jetzt plötzlich einfach, wie soll ich sagen, die Herzen komplett unbrauchbar gewesen wären. Aber wir müssen halt echt aufpassen, ne? Ich sollte hier nicht durchs Schloss laufen. Vor allen Dingen mit vier Herzen nur. Aber warum wird die Beleuchtung manchmal so komisch? Vor allen Dingen, ich muss mir den Rückweg merken. Ich habe keine Ahnung, was hier alles passiert. Aber mich interessiert gerade, hier durch das Schloss zu laufen. Wir sind einfach in Schloss Hyrule. Meinst du, ob hier noch irgendjemand ist? Ob wir irgendwas finden? Oh Gott. Oh, oh. Ich höre was und es hört sich nicht gut an. Und aus welcher Ecke kam es, ist die Frage. Oh! Lauf! Lauf, 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 lauf! Renn, 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 renn! Den schaffen wir doch niemals. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Dazu sind wir einfach zu schwach. Das schaffen wir doch nicht. Rennt er hinterher? Ja. Oh nein, der kann fliegen, glaube ich. Ah, Claire und ich an der Tür hoch. Am Arsch. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, don't do stupid things. Mann. Wir haben keine Ausdauer. Wir haben nichts. Wir haben keine Waffen. Aber wir haben ein bisschen was gefunden da drin. Aufregend. Sehr, sehr aufregend. So ein paar Sachen, die muss man auch einfach gucken. Vielleicht wissen wir nämlich schon ein bisschen, was uns drin erwartet. So, jetzt will ich einfach erstmal gucken, wie wir hier wieder runterkommen. Wobei, theoretisch könnten wir jetzt erstmal der Quest-Folge leisten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Und Bescheid sagen. Wo war denn das? Hat irgendjemand eine Ahnung? Hier drüben irgendwo, ne? Ja. Machen wir das. Sind wir so blöd gelaufen? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, Entschuldigung. Auch so eine Sache mache ich. Ich glaube, das ist zu hoch, wenn wir einfach ganz normal klettern. Aber wir haben jetzt richtig hart abgekürzt. An der Stelle waren wir doch schon mal. Ja. Ist halt die Frage, laufen wir doch mal hoch und reden mit dem? Cool, wir haben es überlebt. Ja, pass auf. Aber nee, wir müssen noch runter. Warte mal, wo genau müssen wir jetzt hin? Zum Spähposten zurück. Und wo sind wir? Ich bin verwirrt. Aber kamen wir nicht von hier oben her? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier reden wir mit dem. Hallo? Oh. Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir keine Spur der Prinzessin gefunden. Warte mal. Du bist dem großen Helden Link ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn Truppenführer Holm dich sieht, könnte er vor Schock vom Tor des dritten Walds herabfallen.
Wie bitte? Prinzessin Zelda wurde gesichtet? Nun, ja, wir werden auf jeden Fall erst einmal hier auf Anweisung von Truppenführer Holm warten. Naja, der Truppenführer. Ein Reiseschild. Oh, können wir mal bei den Schilden jetzt aufräumen? Pass auf, diese Ding können wir doch loswerden. Dann nehmen wir ein Reiseschild mit. So. Immer ein bisschen verbessern. Und Pfeile finden unterwegs ist auch eine nette Sache. Ach, Mist. Ja, dann halt nicht. Ich bin am Überlegen, aber hierher kam ich nicht. Irgendwie bin ich anders gelaufen. Nee, gar nicht wahr. Doch, guck mal. Ja, doch. Weil dann würde ich mit dem jetzt einmal reden. Aber ich glaube, wir müssen wirklich ganz runter. Ist da oben irgendwas passiert? Vielleicht wurden Waffen gefunden, die nicht zerfressen sind? Nein? Das ist wohl Wunschdenken. Reparieren kann man sie ja auch schlecht. Uns bleibt nicht viel anderes übrig, als die Waffen mit irgendwas zu verstärken. Okay, also er erzählt wirklich die gleiche Leier. Aber heißt, dass wir wirklich runter müssen, glaube ich, ne? Ja, sieht so aus. Okay, dann lass uns runterlaufen. Es hätte sein können. Ich dachte nur, wir laufen jetzt schnell nochmal zurück und machen das, weil wir uns sonst ärgern würden, wenn wir es nicht getan hätten und dann tatsächlich hierher gemusst hätten. Oh, er hat einfach so wenig Ausdauer. Und wir haben noch kein Pferd. Nix. Und ich fürchte, wir brauchen uns auch gar nicht an die Wildpferde ranwagen, weil wir einfach zu wenig Ausdauer haben. Das kannst du vielleicht probieren, wenn du ein bisschen besser am Rennen bist. Da können wir wahrscheinlich auch noch nicht rein. Aber ist ja wie gesagt alles nicht schlimm, ist alles nicht schlimm. Wir werden auch mal uns auf die Suche nach Nebenquests machen. Oder Schreine besuchen gehen. Wobei mir der da hinten jetzt wieder einfällt. Ich habe ihn noch nicht ganz aufgegeben. So, hier laufen wir jetzt wieder rum. Der war ja da hinten irgendwo. Ja. Wobei, da waren zwei. Das ist wahrscheinlich erstmal der erste, den man gesehen hat. Und der andere muss... Siehst du? Da hast du nämlich nur den Felsen davor und den Rest dahinter siehst du nicht. Das ist so ein bisschen die Tücke. So, und vielleicht kann man unterwegs auch nochmal gucken, ob man irgendwas bauen kann. Ich habe jetzt so nichts gesehen. Ich überlege die ganze Zeit bei den Wagen, was wir daran machen können. Weil ich will natürlich auch nicht zu sehr mit unseren Ressourcen rumasen. Wir haben ja bis jetzt noch nicht so viel. Weißt du, wie ich meine? Insofern müssen wir es uns auch ein bisschen einteilen. Ja, ich laufe jetzt tatsächlich zu den beiden Schreinen. Es sind halt wirklich zwei. Das finde ich sehr nice. Vielleicht laufen wir auch jetzt gleich wieder in ganz blöde Gefahren irgendwie rein. Das kann durchaus sein. Da lege ich meine Hand auch nicht für ins Feuer. Es sieht alles so trostlos und düster aus. Die Düsternis ist halt so das, was man so... Ach. Aber wir wissen ja aus Erfahrung, auch diese düsteren Stellen werden irgendwann mal hübscher. Im Verlauf des Spiels. Also ich folge jetzt erstmal wirklich straight dieser Markierung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo der Schrein jetzt sein soll. Irgendwo hier muss er sein. Oh, es macht mich immer wieder traurig zu sehen, wenn Hyrule einfach so komplett bis auf den letzten Balken runtergenudelt ist. Da müssen wir vielleicht einen dezenten Umweg laufen. Es hat ein Tor. Können wir hier durch? Kann ich nicht auch durch so ein Fenster springen? Oh, spring doch einfach durchs Fenster. Warum geht das nicht? Er passt doch da volle Möhre durch. Und da ist sogar noch ein Pilz. Weil das wäre nämlich Schrein Numero Uno. Ich will halt nur jetzt nicht unbedingt
in die Goblins da reinlaufen? Vielleicht ist der auch voll schwer, das kann auch sein. Und der andere war irgendwo dahinter. Guck mal, da hinten ist sogar noch einer. Da. Weil solange man sie sieht, muss man das auch wirklich ausnutzen. Ha, guck mal, da. Ich sehe gerade nur Schreine, überall, wo man hinguckt. Hier ein Schrein, da ein Schrein, überall ein Schrein. Here a shrine, there a shrine. Aber das ist nicht der hinter dem Berg, ne? Also, oh Yami, oh Schrein. Oh Yami, oh Schrein. Vielleicht, erfahrungsgemäß gibt es ja auch manchmal Schreine, die man noch nicht erledigen kann, weil einfach irgendwie noch eine Fähigkeit fehlt. Rein in die Bude. Und das ist dann halt richtig fies, weil wenn du sie aktiviert hast, hat man so im Kopf, finde ich, immer so ein bisschen verbucht, von wegen, ich habe es erledigt. Okay, gucken wir uns an, was wir tun müssen. Aufgabe heißt Kampftechniken werfen. Oh, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel zum Werfen. Vor allen Dingen, wenn ich was werfe, ist es dann ja weg. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Ziele sorgfältig und wirf dann das Material nach dem Gegner. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Oh, wenn ich so abkacke wie in dem Schrein davor. Also, immer noch so ein bisschen Tutorial. Gedrückt halten in Wurfhaltung. Also es sind tatsächlich nur die Feuerfrüchte. Sag doch gleich mit Bogen. Der Besen, der kennt ihn nicht. Aua! Müssen wir wahrscheinlich erstmal fixieren, oder? Warum kann ich gerade nicht meinen Dings aktivieren? Aua, der macht aber auch ordentlich Schaden, ne? Ich habe schon wieder den Eindruck, dass ich es falsch mache. Warum sind die Gegner oder diese Tempel in Hyrule bis jetzt so massiv frustrierend? Bis jetzt passiert überhaupt nichts. Es passiert einfach nichts. Ah! So rum! Ah! Weil ich es nicht richtig in der Hand hatte. Ausgezeichnet! Ah! Lass dich von den Bewegungen des Gegners nicht täuschen und wirf das Material nach ihm. Und versage mit der Stimme. Ah. Ah. Also wir können das auch so werfen. Ah, I understand. Ich verstehe. Ah, ja, das war ja easy going. Ich nehme alles zurück, der Tempel war sehr, sehr cool. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Entschuldigung, ja, Hauptsache sie meckert erstmal, ne? Ja, easy. Geil. Ah, jetzt weiß ich auch, wie man die Geschichte wirft. Insofern sind die Tempel ja auf jeden Fall sinnvoll. Komme ich hier hoch? Nein. Habe ich irgendwas zum Bauen, um hochzukommen? Bogen, 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 Bogen. Ich
glaube, den Holzbogen, den könnte ich jetzt einfach erstmal wegwerfen. Weil der Konstruktbogen... Ja. Da ist eine Leiter. Gut, gut, das Spiel denkt mit. Ach, ich find's cool. Ah, warte mal. Ach, ich bin zu schnell runtergelaufen, ne? Ich find's cool, dass wir es probiert haben, jetzt in die Richtung zu laufen. Dieses Sonanium-Schwert, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, kann's bis jetzt noch nicht. Wir haben's noch nicht ausprobiert. Müssen wir unbedingt mal testen. Donnerblume mal 3, das ist gut. Die haben wir nämlich gar nicht mehr. Ich guck trotzdem mal drumherum. Man weiß ja nie. Manchmal findest du vielleicht auch da hinten irgendwo was. Was für ein Adventure heute. Gibt's ja nicht. O Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Ja. Weil mehr Schreine erledigen heißt mehr Herzen bekommen. Und das ist essentiell und überlebensnotwendig. Pring! Zweimal noch, dann kriegen wir noch ein neues Herz. Insofern wäre es doch wirklich gut, wenn wir die anderen zwei Schreine da auch noch aufsuchen würden. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Und möget ihr da draußen zur nächsten Folge wieder einschalten, wenn wir auf die Reise gehen und es heißt, wird sie den Schrein finden oder nicht? Ich würde mich sehr, sehr freuen, Ladies und Gentlemen. Und bis dahin genießt einfach den Tag und seid ein wenig dirty dabei. So, das sind wir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.